Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich glaube, das ist mittlerweile schon die vierte. Es müsste die vierte sein. Am besten ihr lasst jetzt schon Like da, weil ich euch versprechen werde, dass es ganz versprechen kann schon, dass das ganze Projekt, also das komplette Spiel, sehr, sehr, sehr geil sein wird. Und da wollt ihr glauben, ihr wollt nichts verpassen, darum lasst am besten gleich schon ein Abo da. Sagen jetzt schon erstmal weiter. Ja. Kann ich hier hin. Und dann kann ich hier hin. Ja, gerade so. BD1. Ja, ist so, wo ist denn BD1? Hier ist nichts, ne? Nein, hier ist noch ein Weg. Sondern das für Viecher. Hä? Was hier? Was ist das? Scan. Durch. Zauber. Okay. Siehst du was da drin? Ist da oben was? Ist ein Echo. Die Dinger laufen an der Wand. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Okay. Ein Kerl sein darf. Laufen, springe an. Okay, wahrscheinlich dann so. Schneller, mehr Intensität. Jetzt, komm her zu mir. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündet. Ich erinnere mich an alte Tricks. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Also ich muss hier hin. Ah, jetzt ist der Weg frei, oder was? Kann ich dann da hin? Ich hab schon so gefunden. Hier hoch, oder? Nein, jetzt kann ich hier auch an der Wand laufen. Ja. Weiß ich nicht. Ach, ich hab doch nicht verdacht. Weiter geht's. Nein. Oh, sowas geht auf. Echo. Hä? So doppelt. Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Beiden machen, also auf beide laufen kann. Ich weiß nicht, ob es auf beiden so ist. Übel geil. Ich bin einfach zu.
ist noch eine Wand. Wahrscheinlich kann ich an der dann auch laufen, oder? Und noch eine Wand. Hey, aber jetzt mal no joke, das ist ja anders geil hier. Oh, na gut. Was ist das, BD1? Lichtschwertschalter erhalten. Und jetzt muss ich mit dem Ding hoch, geht ja nicht so Schwerkraft. Weiter. Jo, das Leben als Jedi ist ja schon sehr einfach. Wettrennen? Alter, oh, dann los! Du bist ja schon schneller als ich. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Ich sehe nach. Was hast du? Opfergaben. Was ist das? Wahrscheinlich so Schriftzüge oder sowas. Inschrift, genau. Und hier interagieren. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs, gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel, erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Okay, wie hieß der? Cordova oder was? Da
Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Sehr, sehr, sehr interessant. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Ach, er nennt sich jetzt schon sogar Freund. Reiseziel freigeschaltet. Sepho. Hauptziel ist wo? Okay, ja, falsch. Woher kam ich? War doch hier, glaube ich. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Was hast du? Ich weiß, dass wir einfach Steine sind. Ne? Hier kann ich doch safe an der Wand laufen, oder? Nein. Okay, was ist hier? Noch etwas? Mein Freund. Anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Zurück wird's schneller gehen. Ja, das glaube ich auch. Hier lang klettern. Ich seh's mir an. Scannt wieder was. Boggling Gun. Ja, die Bogglings sind da anscheinend cool gewesen. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1?
Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttholegewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Oh. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Ja, das ist eine gute Idee. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Oh, natürlich. Sind dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Oh, das wird... Also ist Sepho jetzt auch ein Planet oder ist das nur eine Rasse? In Ordnung. Als nächstes? Das Datum ist das. Hauptziel liegt aber auf Sepho. Allerdings haben wir auch die Möglichkeit nach Datumir. 0% erkundet, 46% erkundet. Und hier auch 0%. Aber ich wäre... Warte, Karte. Ist es... Ah, das ist sogar eine Karte von Sepho. Ja. Und die Karte von Datumir. Ne, ich gehe hier hin, weil hier ist halt mein Hauptziel. Heute ist unser großartiges Militär damit befasst, die Gesetze des Imperiums durchzusetzen und jedem Einhalt zu gebieten, der unsere galaktische Harmonie zerstören will. Hören Sie diesen Dreck? Schalten Sie ab, Grease. Diese Lügner. Meinen Sie, den Müll glaubt irgendjemand? Zu viele auf den Kernwelten. Viel, viel Spaß. Für Sie hat sich seit der Übernahme durch das Imperium kaum was verändert. Mit der Folge nächstes Mal. Ach, kommen Sie. Einiges ist heute reicher als zuvor. Nicht so wie auf den entbehrlichen Welten. Ich bin dankbar dafür, dass ihr vorbeigeguckt habt. Solange der Imperator die richtigen Leute zufriedenstellt, damit wird das so bleiben. Nächsten Folgen deshalb brauchen wir die Jedi. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, also ciao.